Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mafia 2. Tja, wir müssen mal eben telefonieren und mal eben Bescheid geben, dass unsere Zigaretten abgefackelt wurden. Naja. Eddie, ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe zwei Riesen für die Karre bezahlt und will sie wieder haben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Dereks Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann in Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen zwei Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Machen das schon. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die zwei Riesen zurückhaben will. Scheiße! Glaubst du, wir können aus den Typen zwei Riesen rausbringen? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Oh Mann. Ja, cool. Cool. Gerade aus dem Knast raus und schon wieder Schulden. Ach, Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von 2000 Dollar aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass da keiner hinterkommt, ne? Das Crazy Horse. Wo ist denn das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wo dieses Häusle sein soll. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Ja, irgendwie schon, ne? Besser. Gott. Wie eine Oma. Was zur Hölle? Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm drei Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Naja. Vergeltung oder nicht? Das macht Spaß. Ah. Okay, da geht nichts mehr. Tja. Hätten sie sich besser überlegen sollen, mit wem sie sich anlegen. Okay, das reicht. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich habe Molotow-Cocktails im Kofferraum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Oh Gott, Typ, ey.
So, oh, mal gucken. Hey. Hä? Worauf wartest du? Nimm das Ding und werf es rein. So schwer ist das doch nicht. Alter. Ja. Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Alles klar. So. Hä? Mein Gott. Gießerei. Kann man da nicht hoch? Na toll. So. Ich bin gespannt, was es an der Gießerei noch gibt. Ich bin gespannt. Nein! Alles gut. Alles gut. Ach so, wir sind schon da. Ja, cool. Kriege ich auch so einen Schläger? Bitte? Hey, was habt ihr hier zu tun? Oh. Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, wir haben Kanonen. Macht sie fertig. Oh Mann. Gib mir Deckung. Das hat ja funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Alles klar? Wir kriegen ihn. Gar nicht mal so schlecht. Ich das ist alles. Halt ab. Ich so zittern mit dir was. Los, Junge. Ich so zittern. Ich kann nicht damit, wenn der Kampf vorbei ist. Schlimmer aus, als es ist. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hm. Mir Deckung, Blödmann! Schreib die Karte aus dem Jenseits! Alter! Immer noch nicht? Jetzt gibt's doch gar nicht. Hast du das so. Militär gelernt? Wenn? Gib mir Deckung! Gut, Vito, los jetzt! Geist gemacht. Mein Gott. Du bist mausetot! Da irgendwo, ne? Ach, komm schon. Nein. Ich bin der Beste. Geht doch. So. Alles klar? Hey, alles klar? Du hast nur ein Streifschuss. Los, Vito. Oh, fuck. Der Biss hat mich getroffen. Zur Hölle mit dir. Ach, wenn meine Mutter das wüsste. Und los! Ich gebe euch Deckung! Alles klar? Fick dich! Ihr macht mir keine Angst! Scheiße Abmarsch! Okay. Ihr sitzt in der Falle, greift mach den das. Bastard ein! So. Gib acht, Vito! Du hast dich erwischt! Geht schon! Irgendwo. Die nächste Kugel okay. ist für dich! Für mich? Nein, nicht für mich. Das war gar nicht mal so cool jetzt. Ich hätte mich eventuell nicht dahinstellen sollen, ne? Los, ich gebe dir Deckung, Vito. Das wäre gut, weil ich habe keine Muni mehr. Weiter so, Vito. Hast du Schiss, Arschloch? Nein. Ich glaube nicht. Ich bin stolz auf mich. Gibt's hier irgendwo Muni? Hm.
Macht ihn alle! Lass dir was einfallen. Beeil dich! Gut. Mach das. Ja? Yeah. Los, Vito, los geht's. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Genau. Mit mir. Leute, mit mir. So. Achso, ich bin richtig. Okay. Was war das jetzt? Was? Hätte hier irgendwas passieren müssen, oder? Oh. Ja, lecker schmecker Burger hier. So. Sehr gut. Hey. Dahin. Gib mir Deckung. Ich gib dir Deckung. Du bist mautet tot. Das sind die Gib mir Deckung. Du schießt wie meine Schwester. Hast du das beim Militär gelernt? Klar, deine Schwester zu schießen. Was zur... Los, versuch's von hinten. Kann man hierher? Gib mir Deckung, Blödmann. Nee, ne? Na. Wie sind die so schnell hier hingekommen? Alles okay? Sind die? Was einfallen? Da. Beeil dich. Ich mach dich fertig. Gut, Vito, los jetzt. Hä? Ist der andere? Komm raus aus deinem Rattenloch. Ach ja. Immer dieser Stress. Das bin ich, du mieses Schwein. Gib dir Deckung, Vito. Hey. Ah, Glück gehabt. Bist du okay? Gib acht, Vito. Los, ich geb dir Feuer, gib dir Deckung. So, das sind schon wir. Also können wir weiter vorrücken. Das war nicht so schlau. Ach. Am Tisch. Scheiße, bin ich gut. Alles klar bei euch? Gibt es nicht. So. Los, Vito. Das war gut. Ja, dieser Typ, ne? Helfen! Oh, was ist denn das schon wieder für ein MG? Los, Vito, los geht's! Und los! Ich geh mal Deckung! Du schießt wie meine Schwester! Man kann deine Schwester aber gut schießen! Oh! Oh, was ist denn da schon wieder passiert? Gut gemacht, leg ihn um. Das war die Feuerwehr? Ich schleich mich ran! Woran?
Hä? Bin ich doof? Fick dich! Was zur... Ach so. Ja. Okay. The Empire Times. Mhm. Wohnt hier wer? Ich will's gar nicht wissen. So. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Mhm. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Hört sich gut an. Was haben wir denn noch vor? Ich will nicht Scheiße, noch was vorhaben. Nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her. Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier wird Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Lass uns in Kraft. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Ja, läuft. So, ab zum Hafen. Müsste doch auch irgendwo hier in der Ecke sein, oder? Alter. Und eine schwule Hupe. Es tut mir leid. Das habe ich nicht gesagt. So. Würde ich sagen, verkaufen wir den mal eben. Und dann sollte es auch für diese Folge erstmal alles gewesen sein. Alter, boah. Wo ist denn der... Alter, ja, von wegen, das ist hier in der Ecke. Es ist auf der komplett anderen Seite der Stadt. Alter. Ja, cool. Cool. Naja, das ist dann doch wohl ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Zu viel zu keinen Waffen und kein Blutbad. Aber wie Steve schon sagt, was hätten wir machen lassen sollen? Was hätten wir machen sollen? Machen lassen? Was? So, immerhin leben wir noch und können weiter Jobs machen. Das sollte die Hauptsache sein. So. So. Ey, so eine Karre hole ich mir auch. Die sind gut, die sind schnell. Man die wohl noch tunen kann? So. Sonst wird in diesem Spiel immer geredet. Und jetzt ist es dann doch schon etwas ruhiger. Aber das macht ja nichts. Jetzt wird bestimmt noch mal ein bisschen gelabert. Alter, was? Nein! Ah, Scheiße. Ja, alles gut. Nur die Lampen kaputt. Und das Vorderrad eiert. Scheiße. Egal. Gut. Wie komme ich jetzt hier weg? Och, Leute. Oh, Mann.
Oh, wisst ihr was? Das war's jetzt erstmal wieder für diese Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schaut auch in der nächsten Folge wieder bei mir vorbei, wenn es hier in Mafia 2 weitergeht. Also, bis dann, macht's gut, ciao!